365 oder 365 easymarket.com. Das ist die Anschrift, die Webseite, Domain einer Betrügerfirma, die Täter gaukeln vor, hohe Gewinne zu machen. Lassen Sie sich nicht darauf ein. Oder wenn Sie schon ein Opfer sind, schauen Sie sich diesen Film an, lesen Sie den Bericht dazu, dann wissen Sie, ob Sie Hilfe bekommen können. Hallo, ich bin Anneke Anwalt, Jochen Dresch aus Berlin. Thema, wie soll ich es denn aussprechen? 365 oder 365easymarket.com. Will wohl sein, dass man an allen Tagen rund um die Uhr des ganzen Jahres dort traden kann. Leider alles nur Theater, es ist nichts echt, dass die ganzen Wege, wenn man versucht, das mal nachzuvollziehen, wo die Spuren der Website hinführen, letztlich im Nichts. Die Quellen werden vertuscht, geleugnet, und das ist natürlich schon Beweis dafür, dass es sich um Anlagebetrüger handelt. Sehr aggressiv, massiv wird gehandelt, gemacht und bedroht sogar. So haben wir Fälle hier im Hause, wo Anleger wirklich überredet werden, immer höhere Summen zu investieren. Wird ja auch scheinbar belohnt, denn auf der Website sieht man, wie die Gewinne wachsen und wachsen, wie man immer reicher wird. Viele merken viel zu spät, dass es Theater ist. Es ist eine Bühne, auf der sie geschaut haben, eine Theaterbühne, wo ihnen das große Börsentheater vorgegaukelt wurde. Nichts ist echt, alles fake. Das muss man sich klar machen. Für manche ist ein Schock. Der Schock kommt spät, nämlich dann, wenn sie Geld zurückhaben wollen. Dann merken sie, dass dort nichts zurückkommt. Vielleicht werden sie dann aufgefordert, dass noch die Steuer bezahlt werden muss. Natürlich auf die fiktive Gewinnsumme. Also alles in allem 20%. Ja, manche lassen sich darauf ein, in der Erwartung, dass es dann klappt, und die Versprechen sind ja auch hoch und heilig, dass dann das Geld ausgezahlt wird. Aber natürlich wird das Geld nicht ausgezahlt, denn es sind Betrüger, die von Anfang an nie vorhatten, das Geld zurückzubezahlen. Alles nur Theater. Schwer zu begreifen für manche. Ich führe viele Gespräche und stelle fest, dass man wirklich das in den Kopf hineinhauen muss, dass das keine Menschen sind, mit denen man noch diskutieren kann und handeln kann. Sind Betrüger. Wenn sie keine Betrüger wären, dann würden sie es nicht gemacht haben. Wenn also die 20% dann doch noch eingezahlt werden, geht das Spiel natürlich weiter. Es gibt trotzdem kein Geld. Im Vorhinein wäre das klar. Sondern mit neuen Ausreden vielleicht, dass noch die Bank eine Sicherheit haben muss oder andere Dinge, die da vorgeschoben werden. Es wird versucht, so viel Geld wie möglich rauszuholen. Und wenn dann alles nicht funktioniert und der Kontakt dann abgebrochen wird, meldet sich Fund Recovery. Oft noch zum selben Hause gehörend, dass man die Spur hat und dass man den Tätern auf die Spur ist und dass man eben das Geld wieder zurückbesorgen kann. Gegen Erfolgshonorar. Klingt erstmal gut, aber auch das ist alles nur fake. Alles ist fake. Wenn Sie wissen wollen, was Sie tun können, wenn Sie wissen wollen, welche Hilfe möglich ist, was real ist, was realistisch ist, rufen Sie mich an unter 0308859770 oder Sie füllen den Fragebogen aus, den Sie unten auf der Seite sehen. Sie bekommen eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Danke.